willkommen zu einem wunderbaren neuen Video. Wir bauen uns heute ein Lego-Nachbau. Es ist nicht Lego, ich sag's gleich mal. Und ich habe mir das Teil auch selber gekauft. Es ist keine bezahlte Werbung, es ist gar keine Werbung. Im Prinzip möchte ich euch nur das mal zeigen, was ich hier mir gekauft habe. Ich habe bei Amazon bestellt und habe mir hier das Technol Model gekauft, ein Formel 1 Auto. Man sieht ja schon, was es darstellen soll. Es soll ein Ferrari Formel 1 Auto sein natürlich. Und es hat mir sehr gut gefallen und vom Preis her kostet das Ganze hier 45 Euro plus 6 Euro Versandgebühren, also insgesamt 51 Euro. Und ich habe mir gedacht, okay, was willst du hier falsch machen? Bei Lego würdest du hier, ich glaube mal, bestimmt mindestens 100 Euro zahlen, wenn nicht 200. Und habe mir gedacht, so, da werde ich mal reinschauen. So, was haben wir hier noch? Die ganzen Drucksachen. Da muss ich noch schauen, was das wird. Ich habe noch nicht reingeschaut, wir werden uns das gemeinsam noch anschauen. Und wir haben hier einiges noch stehen auf dem Fahrzeug selber. Das Einzige, was wir nicht stehen haben, habe ich schon gesehen, das ist das Ferrari-Logo. Da ist ein M drin. Da könnt ihr hier schauen, vorne das M. Da ist kein Ferrari-Logo drin. Aber wir haben hier jede Menge Sponsoring auf dem Gerät. Shell, AMD, Kaspersky, Ray-Ban, Lenovo haben wir hier. Ja. Keine Ahnung, ob die da mitgemacht haben. Ferrari hat da auf jeden Fall nicht mitgemacht. Und ja, die Schachtel ist groß. Ich verschwinde fast dahinter. Und das hat mich schon beim Ankommen sehr gefreut, wie groß sie ist. Ich zeige es euch kurz mit meinem Maßstab. Wir haben hier 60, fast 61 cm von der Größe. Also das ist eine große Schachtel. Dann haben wir hier noch, ja, chinesische Zeichen, keine Ahnung, 1 zu 14. Ja, da haben sie irgendwas noch gemacht. Und wir haben hier das Ganze plus 6 für alle, die die klein mitbauen lassen wollen. Die Nummer 023005. Teile sind es 1117. Und was haben wir auf der Rückseite noch? Hier jede Menge schöne Bilder. Vom Cockpit, vorne, hinten, alles Mögliche. Ja, schauen wir mal rein. So, einmal mit dem Messer. Aufgeschnitten. Und jetzt schauen wir mal, was ist da drin. Ach, nochmal. Noch ein Tixo-Streifen hier. So. Den zweiten auch noch. Und was kommt zum Vorschein? Noch nicht viel. Ach, schaut mal, schön verpackt. Und da ist noch was drin. Einmal, zweimal. Ja, das ist sehr cool gemacht. So, dann können wir mal hier. Ne, den tun wir hier hin. Stört mich weniger. Guckt mal her. Wir haben hier einen Teil A und einen Teil B. Das ist schon mal sehr cool. Haben sie schön gemacht. Ist hier noch was drauf? Nee. Hinten nur mehr diese Teile hier. Okay. Schauen wir uns ein bisschen die Qualität dazu an. Also Teil A werden wir natürlich anfangen. Den werden wir, den stellen wir hier hin. So. Und Teil A öffnen wir uns gleich. Ja. Sieht doch ganz gut aus. Sehr schön. Also, Warnhinweise ganz viele drauf. Und vom Optischen her sieht das Ganze schon sehr toll aus. Ja, ich bin begeistert, was hier alles so ist. So, das ist alles Teil 1 oder A und wir haben hier noch eine Bedienungsanleitung.
Das sieht dann so aus. Vom Karton die Bilder haben wir hier wieder auch hinten sehr schön gemacht. Ja, alles okay, also Bedienungsanleitung auch cool. Ne, steht nicht. Stellen wir hier hin. Dann ganz kurz reinschauen. Ach, okay. Hier haben wir als allererstes Sticker und die sind schon mal, ja, vom Druck her würde ich sagen, okay, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Wir haben hier eine Nummerierung drauf. Schaut mal, da sind schöne große Sticker, die sind für auch meine großen Hände richtig schön zum Bekleben. Das gefällt mir gut, sehr schön. Ja, ich pick sie mal nicht drauf. Ich baue das Ganze mal zusammen und dann werden wir schauen, ob sich das hier auszahlt, ob ich das machen kann, soll. Ja, überlege ich mir unterm Baum. Kein Problem. So, hier die Sticker mal hin. Messerchen brauchen wir erstens mal nicht. Geht es schon mal spannend los. Nummer 1. Wir bauen hier das hier. So ist das verständlich für mich. Und dann legen wir hier gleich mal los. Bevor ich jetzt anfange, werde ich mir das Ganze noch auspacken und dann gibt es ein kleines Zeitraffer-Video dazu. So, ich habe mir ein paar Gefäße besorgt und werde die größeren Teile in eins tun und die kleinen ein bisschen separat. Dafür habe ich mir ein paar Glossy Boxen hier in der Special Edition Disney Mary Poppins habe ich mir hier ausgeborgt und werde sie, ja, ich glaube, hier platzieren. Das ist schon okay so. Dann die größere Fotos werde ich auch noch machen, deswegen habe ich meinen Fotoapparat da. Und das hier hin. Die größere kommt hier ganz nahe, da kommen die ganz großen Teile rein. Und wir brauchen hier noch zwei kleinere. Und ich teile das Ganze mal ganz schnell auf. Das Ganze wird jetzt aufgeteilt. Wir haben hier schön in jedem Karton ein bisschen was drin. Und gut. Ich werde jetzt ein Zeitraffer-Video machen, weil ich glaube, dass wir das Ganze sonst sprengen. Und ich bin dann in Kürze für euch wieder da. So, der erste Teil ist einmal fertig. Ich habe jetzt das hier zusammengebaut. Sieht doch ganz schön gut aus bis jetzt. Ein paar Teile sind mir geblieben. Ich habe keine Ahnung, ob ich was falsch gemacht habe. Kann natürlich sein, dass man was falsch macht. Ob ich jetzt ein paar Teile überhaupt. Ich sehe es dann eh beim Zusammenbauen bei den roten. Hier bin ich mir ganz, ganz unsicher. Das ist schon sehr schräg, weil das schon besondere Teile sind. Aber okay, die anderen, ja, könnte sein. Ja, und aufgefallen ist mir beim Zusammenbauen, dass hier solche grauen Teile, diese kleinen, da war mal was beim Plan, was mir nicht ganz, nicht ganz gefallen hat. Vielleicht habe ich sie auch übersehen, wo sie reingehören. Muss ich mir noch anschauen. Ich habe Fotos gemacht davon. Und wenn ich da noch drauf komme, ich werde es euch dann reinschneiden ins Video. Ja, und jetzt lege ich gleich mal mit dem zweiten Teil los. Die kommen jetzt mal hier weg. Jetzt schauen wir mal rein, was in der zweiten Box ist. Mein Messerchen hier zum Plan beschweren. Und gleich wieder hier rauf, dass hier nichts wegfliegt. Und jetzt kommen hier ein paar spannende Teile. Ja. So, das war's. Den können wir hier wieder aufstellen zur Deko. Passt wunderbar. Okay, Reifen, die bräuchten wir wahrscheinlich später, sind aber schon sehr schön aus. Schöne Reifen, sehr gut. Die legen wir mal auf die Seite. So. Sehr viele schöne rote Teile. Ich hau mal das Ganze wieder in die Box und werde dann gleich den Timeboard wieder starten. Ich habe es geschafft. Ich bin fertig geworden. Das ist das gute Teil hier. Ja, es
Sieht ganz schön gut aus, finde ich so allgemein. Okay, die Teile sind auch ein bisschen zerkratzt, ist auch alles im Rahmen. Von der Größe her ist es jetzt geworden, ja, 50 cm ungefähr. Breit haben wir hier 22 cm. Und ja, so allgemein das Zusammenbauen war recht spaßig. Ein paar kleine Sachen, 6 Jahre würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich glaube, 6 Jahre vielleicht, wenn man recht geschickt ist, kann man das zusammenbauen. Und mit einem Erwachsenen, ja, das würde dann auch natürlich schön gehen. Ein paar Teile waren dann doch recht tricky. Und das Ganze ist, glaube ich, dann aber auch zum Bespielen nicht ganz so geeignet, würde ich mal sagen. Die Front hier lässt sich bewegen, das ist hier nichts Festes, das fliegt so umher. Dann haben wir hier das Teil da hinten, ist jetzt auch nur so zum Rauflegen. Das allgemein hier, ja, ist ein bisschen wackelig. Wo soll man es nehmen? Hier hinten, würde ich sagen, kann man es noch nehmen, wenn man hier lenken will. Ja, innen natürlich. Hand of God Steuerung haben wir nicht. Ist aber okay, muss nicht sein jetzt bei diesem Modell um den Preis. Man kann hier schon lenken. Uch, hier fliegt was gleich raus. Okay, kein Problem. Hier das größte Problem, das da unten, das Teil, weiß ich nicht, für was man das braucht. Und hier die Aufhängung, die Konstruktion hinten ist relativ fest, die funktioniert gut. Hier vorne jedoch ist was ganz was Feines, das geht gar nicht. Hier hält die Unterkonstruktion nichts mehr fest, wenn man hier drauf drückt. Da braucht man die Federung auch nicht, also das ist ein kleines Problemchen. Was das Gerät hier hat, wenn man hier drauf drückt, man sieht es, hier dämpft es, wo es nicht dämpfen sollte. Hier sind die Dämpfer, die dämpfen fast gar nicht. Die sind eher Deko, glaube ich. Ja, die bringen gar nichts hinten. Ja, bringt überhaupt nichts, glaube ich, meiner Meinung nach. Ja, also ab ins Regal damit. Und ja, Preis-Leistung stimmt. Wem es gefällt, der kann sich's gern bestellen. Und im besten Fall Finger weg, Kinder 6 Plus, glaube ich nicht, das wird nicht funktionieren. Das macht doch keinen Spaß, hier das zusammenzubauen und dann sagen, schau, das fliegt auseinander hier und das ist alles so wackelig da vorne. Ja, okay. Aber trotzdem zusammenbauen hat Spaß gemacht. Zum Schluss waren noch ein paar Sachen, da habe ich mich nicht ausgekannt. Da haben sie Verbesserungsvorschläge noch eingebaut, wo man da hier vorne noch was machen kann, hier hinten, dass das Ganze ein bisschen stabiler ist. Hier muss ich auch sagen, da fliegen diese Teile hier, die sind ja, ja, das fliegt alles da, das ist alles irgendwas. Sollte schön sein. Na gut, aber trotzdem, Preis-Leistung ist okay. Ich sag ein zweites Mal, bin mir nicht sicher, ob ich das ein zweites Mal nochmal kaufen würde jetzt. Einen zweiten brauche ich, glaube ich, nicht, auf jeden Fall. Okay. Jetzt kommt die Sonne. Wie lange habe ich denn gebraucht? Von 7 Uhr morgens habe ich angefangen und jetzt ist es 11:30 Uhr, 11.30 Uhr. Ja. Habe ich gut gemacht, Sonne kommt schon und ich gehe jetzt kochen. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.